Ne, Natururin schon wieder dran. Das hier ist Video Nummer 2 vom Rennsteig-Video. Aber Tag 1 von der Wanderung kommt im nächsten Video rein. Ne, jetzt zeige ich euch, was ich für diese Tour eingepackt habe. Einmal hier diese Action-Cam, diese Scheißkamera mit Selfie-Stick und hier diesen Stativ drauf, dieser Dreibein-Stativ. Damit ich euch das als Video festhalten kann. Dann die billigste Klappsackkarre vom Bauhaus. Und auf dieser billigen Klappsackkarre werde ich hier meinen Tracking-Rucksack mitbringen. Also dieser ganz billige. Dann hier ein Regenschutz. Für den Fall, falls es regnen sollte. Also laut He Vorhersage sollte es gar nicht regnen die ganze Woche über. Zum Glück. Aber falls es regnen sollte, dann kann man dieser Regenschutz über die gesamte hier über diesen gesamten Rucksack und so weiter drüber ziehen. Ist groß genug. Dann hier so ein ganz dünner Regenponcho, der sowas von dünn ist, aber damit ich mich selber auch trocken halten kann, falls es mal doch regnen sollte. Dann hier mein Wurfzelt. Der so unheimlich ist. Den packe ich auch da in meiner billigen Klappsackkarre. Dann hier mein Schlafsack, damit ich da drin schlafen kann. Meine selbst aufblasene Isomatte, die auch voll sperrig und unhandlich ist. Die kommt da auch mit. Hier meine Kühltasche, damit wir hier unser Bier kühl halten können. Da drin, da kommen dann noch Eisplastikblöcken rein, damit das dann kalt wird da drin. Zum Bier und Fräsen und weitere Getränke kühl halten. Hier mein Klappstuhl, den nehme ich auch noch mit. Meine Edeka-Tüte mit Klamotten drin. Dann hier dieser Maskenschwachsinn, den nehme ich auch noch mit. Damit ich beim Einkaufen keinen Ärger bekomme. Hier meine Straßenschuhe. Die nehme ich auch zur sicherheitshalber mit. Weil hier meine Turnschuhe, mit denen ich eigentlich überwiegend laufen würde, die sind voll scheiße. Weil guck mal hier, von der letzten Harztour und weil ich damit schon so viel gelaufen bin, ist dieser ganze Gummi hier weggeflogen. Und wenn das hier auf Fels trifft, dann rutscht sich ganz schnell aus. Und für den Fall, falls es irgendwie mitten in der Strecke zu felsig wird, oh, ich wünschte so sehr, dass ich schon wieder neue Laufschuhe hätte, dann wechsle ich die Schuhe rum. Als nächstes nehme ich hier mein Survival-Messer mit. Vielleicht muss ich damit irgendwie was schnitzen oder sowas. Oder, keine Ahnung, irgendwas aufmachen oder Feuer machen oder sonstiges. Dann ein Schweizer Taschenmesser mit ein paar nützlichen Dingen, die ich da gebrauchen kann. Und hier mein Feuerstahl mit Kompass dran, zum Feuer machen und für den Fall, falls wir keinen Strom haben sollten und uns komplett verlaufen sollten. Dann natürlich mein Portemonnaie. Hier meine Minibox. Meine 25.000 mAh Powerbank. Meine alte 7.800 mAh Powerbank mit so einem billigen Solarpanel drauf, der fast nichts taugt. Dann hier meine Kopflampe, dann eine batteriebetriebene Taschenlampe, dann natürlich mein Handy, dann hier so ein USB-Auflade-Adapter oder was das ist, habe ich vergessen den Namen, mit vier hier Aufladeslots, damit wir Geräte aufladen können, schnell. Zwei Aufladeslots können sogar 2,1 Ampere laden. Dann ein Mini-USB-Aufladekabel. Dann noch ein zweiter Mini-USB-Aufladekabel. Aber ansonsten hier noch ein USB-C-Ladekabel, damit ich hier meine verdreckte Kamera aufladen kann. Und der passt auch zu meiner neuen Powerbank. Hier dann noch so eine Tüte mit so einem Zipper dran, damit man das leicht auf und öffnen und zumachen kann. In dieser Tüte kommen jetzt so eine Sachen rein wie ein Ersatzfeuerzeug, Tesafilm, keine Ahnung, wofür ich das hier brauche. Dann ein Kugelschreiber mit ein paar Karteikarten
Für den Fall, falls ich mal irgendwie wirklich was aufschreiben sollte oder mir anders Notizen machen möchte. Dann hier, für den Fall, falls die Tasche irgendwie abreißen sollte, habe ich hier ein Nadel und Faden zum Nähen drin. Dann 3 Packungen Taschentücher für den Fall, falls man den Wald voll scheißen muss. Dann Billigmülltüten. Ganz wichtig, die Natur muss immer sauber gemacht werden. Dann hier kräftige Mülltüten. Ich glaube, ich habe da 4 Stück davon. So ganz große Mülltüten, keine Ahnung, vielleicht kann man die irgendwie gebrauchen, aber ich weiß es noch nicht so richtig. Dann für Notfälle, ein Panzerband ähnlicher Klebeband, also ein ganz starker. Das hat sich beim letzten Jahr, wo ich mit einem anderen sehr guten Freund die Harztour gemacht hatte, extrem ausgezahlt gemacht, weil wenn ihr diese Videos geschaut habt, dann könnt ihr sehen, dass dieser Klebeband ganz oft verwendet worden ist, wobei ihn die Reifen von der billigen Rolltasche, also Einkaufstrolle, jedes Mal abgefallen sind. Da haben wir das immer zusammengeklebt. Und natürlich, falls ich irgendwie was in der Tasche, in meinem Tracking-Rucksack zum Beispiel ein Loch drin habe oder so, oder auch für andere Sachen, kann man das ja auch voll als Notfall gut nutzen. Dann hier mein roter Spanngurt. Wer meine letzte Wanderung gesehen hat, wo ich nach Sottrum gelaufen bin, um Gurkensohns Döner zu fressen, der weiß auch, wofür ich diesen auf jeden Fall zwingend brauche. Hier und zur eigenen Entspannung habe ich hier 4 diese Dauerbrenner dabei, die ich dann, was weiß ich, beim Einschlafen, beim Zelten einfach ausbrennen lassen werde. Das trägt dann so eine entspannte Atmosphäre mit diesen Dingern. Und dann nehme ich noch meine Kosmetiktasche mit. hier in meiner Kosmetiktasche sind folgende Sachen drin. Also erstmal hier in dieser kleinen Tasche. Im Falle, falls der andere Feuerzeug leer ist, habe ich hier noch ein Feuerzeug drin. Dann hier Vitamin D3 Präparate. Fände ich für mich ganz oft sinnvoll. Ein paar Magnesiumpräparate, davon habe ich ganz viele mit. Ja, so eine Magnesiumtüten, also Magnesium mit B12, D3 drin. Also die direkten Beutel zum Sofortfressen. Hier so ein paar verschiedene Pflaster, falls ich mich irgendwie verletzen sollte oder so. Also Verband habe ich jetzt gerade nicht da, aber mein guter Freund, der mitkommt, der hat ein Erste-Hilfe-Kasten dabei. So eine kleine Mini-Erste-Hilfe-Box. Und da ist wahrscheinlich bestimmt so ein Verband drin. Und falls das nicht, dann habe ich noch Taschentücher, die ich dann irgendwie mit meinem Klebeband oder Tesafilm irgendwie zusammenkriegen könnte. Als letzte Notlösung. Hier Kondome für den Fall, falls ich da so ein paar Frauen finden sollte. Hier Voltaren-Schmerztabletten. Keine Ahnung, helfen mir ganz gut bei allen möglichen Schmerzen. Weil ich ziemlich nährstoffreich und gesund lebe, brauche ich diese Schmerztabletten aber nur ganz selten. Falls Voltaren leer ist, habe ich hier noch 2 Paracetamol-Schmerztabletten. Die helfen auch, aber ich finde, diese Voltaren helfen bei mir besser. Und noch ein Einwegs-Handreinigungstuch. Und hier noch ein paar Kaugummis. Die Packungen, ich glaube, da sind nur noch 4 Stück drin oder so. Und hier meine Ersatzspeicherkarte. Für meine Kamera, für den Fall, falls ich zu viele Videos machen sollte und meine aktuelle Speicherkarte dafür nicht ausreicht, habe ich hier meine Ersatzspeicherkarte mitgenommen. So, in meiner großen Tasche, von dieser Kulturtasche, habe ich hier meine ganzen Pflegezeug mit. Hier ein Rasierschaum in so einem kleinen Format. Hier Bartöl. Dann hier nochmal Taschentücher, die habe ich mit Absicht hier reingepackt, für den Fall, falls ich zum Beispiel im Zelt drin bin und gerade meine Kulturtasche offen habe, damit ich nicht so viel graben muss. Dann hier mein Rasierer, den werde ich aber morgen früh nochmal benutzen, bevor ich das Ganze da einpacke. Hier in diesem Zip-Beutel habe ich hier meine Zahnbürste. Und so ein kleiner Mini-Zahnpasta. Dann, das hier habe ich noch nie in meinem ganzen Leben probiert. Hier Hirschteig. Ich habe gehört, dass man damit irgendwie hier die Haut und so weiter, zum Beispiel entweder an den Füßen oder zwischen den Beinen oder sowas, gut verwenden kann, damit es nicht so scheuert und so.
Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, hier habe ich Gesichtscreme. Was ich vor dem hier benutzt habe. Beziehungsweise hier Aftershave für nach der Rasur oder so. Hier, ganz wichtig, Sonnencreme. Natürlich auch in so einem Mini-Format. Dann für den Fall, falls man da Zecken bekommt, habe ich hier noch eine hier Pinzette, für damit man Zecken viel besser rauskriegt von der Haut. Und dann für den Fall, falls der Schweißgeruch irgendwann zu hart werden sollte, habe ich hier so einen kleinen Deo mitgenommen, auch geholt. Und hier so ein kleiner Duschgel zum Rumduschen. Und wisst ihr, was das hier ist? Das ist meine kleine Dusche. Die habe ich selber gebaut. Ich habe da in diesen Deckel hier ganz viele Löcher reingemacht, damit man das an so einer Flasche drauf machen kann. Und dann kann man damit duschen. Ich glaube, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie ich das meine. Guck mal, ich habe hier diese Spritflasche mit Leitungswasser drin. Und meine selbstgebaute Dusche, die montiere ich auf diese Wasserflasche drauf. So, ich habe meine Dusche auf diese Wasserflasche draufgepackt. Und fertig ist meine Dusche. Jetzt kann ich euch das im Badezimmer zeigen, wie ich das meine. Hier einfach auf diese Wasserflasche drücken und dann kommt diese Duschfunktion zum Naturduschen. So, ich werde jetzt alles zusammenpacken und meinen Wagen aufbauen. Und ich werde euch gleich meinen Wagen präsentieren, wie der aussieht, wenn er zusammengebaut ist. Ja, so sieht mein Wanderwagen aus, den ich dann für den Rennsteig benutze. so vollgepackt. Aber trotzdem einfacher, als alles auf meinen verdreckten Scheißrücken zu tragen. Ich wüsste auch nicht, wie man das Ganze auch noch auf den Rücken schleppen sollte. Und deswegen mit der billigsten Sackkarre vom Bauhaus schiebe ich den ganzen Gepäck. So, das war jetzt meine Packliste gewesen. Und hier mein Wagen. So, nächstes Video kommt Tag 1 von dieser Wanderung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.